Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 3. So, wir werden wieder rausgehen. Du hörst mit dem Kunden auf und gehst jetzt dann in Wohnheim zurück. Heute ist der Tag der Natur, der zweite Tag der Golden Week. Dein Handy klingelt. Hey, ich bin's, Kars. Hast du kurz Zeit? Willst du was unternehmen? Was willst du tun? Toll, sei pünktlich. Kazushi ist begeistert. Ihr wart total Einkaufsstraße. Also, du verstehst es wirklich, dich zu kleiden. Kazushi mustert deine Klamotten. Ich will mir einen neuen Look zulegen, doch mir fehlt die Zeit dafür. Meinen Trainingsanzug trage ich nur am Wochenende, so komme ich in die richtige Stimmung. Kazushi ist stolz auf sich. Ich will jederzeit alles geben, weißt du, das nennt sich Hingabe. Das hat Yuko mich auch gefragt. Ich dachte, du würdest das verstehen, aber da lag ich wohl falsch. Kazushi ist enttäuscht, eure Freundschaft scheint festgefahren zu sein. Es ist schon dunkel draußen, du gehst zurück ins Wohnheim. Was festgefahren? Dein Ernst? Weil ich jetzt falsch geantwortet habe, du willst mich doch verarschen. Auf ein neues. Na klar, Alter, ich trainiere sogar im Traum. Ich tue alles, um zu gewinnen. Kazushi scheint sich zu amüsieren. Eure Freundschaft ist heute enger geworden. Schon dunkel draußen und gehst zurück ins Wohnheim. Wir sind immer noch erschöpft, ne? Das heißt, wir können nicht viel machen. Unterschiedliche Waffen werden unterschiedlich eingesetzt, denn ein einhändiges Schwert ist sehr ausgewogen im Tempo und Reichweite, ist eine Standardwaffe. Oh ja, stimmt. Warte mal. Sollten wir das nicht mal verkaufen? Also hier Einkaufszentrum. Sie ist nämlich die Heilerin, da ist schon wichtig, dass die mehr SP hat.
Heute ist der Tag des Kindes, der letzte Tag der Golden Week. Im Zimmer steht ein Karton. Darin ist das, was du in der Fernsehsendung bestellt hast. Handy klingelt. Ey Kenshi, hier hast du Zeit zum Quatschen? Hast du heute irgendwas vor? Wollen wir uns treffen? Echt cool, Kenshi freut sich. Iwate-dai, Einkaufsstraße, Wakatsu-Restaurant. Verzeiht, dass ich so unerwartet anrufe. Meine Familie ist heute unterwegs und ich fühlte mich einfach beim Essen. Und da musste ich an dich denken. Du hast doch Ramen gegessen, als wäre es der letzte Tag auf Erden. Kenshi redet beim Essen. Ich kann niemandem vertrauen, der sein Essen nicht genießt. Wenn das Essen wirklich schlecht ist, dann ist das okay. Aber wenn es gut schmeckt und jemand tut, als würde es scheiße schmecken, kann man ihm nicht trauen. Bist du übrigens wählerisch, was dein Essen angeht? Bestimmte Sachen esse ich nicht. Das kann ich gut verstehen. Bei einigen Dingen wollen man einfach nur schreien, das ist kein Essen. Ich meine, Pilze sind nicht mehr als eklige Leichenfresser, von Meeresfrüchten ganz zu schweigen. Und ich hasse Ingwer und Thymian. Warum um alles in der Welt isst man Wurzeln und Pflanzen? Kenshi stimmt dir zu, weil du hast etwas Neues über Kenshi erfahren. Es wird schon später, gehst zurück ins Wohnheim. Und du hast dich entschieden zu lernen. Dein Wissen hat sich erhöht. Du fühlst dich müde. Du hast für heute Abend genug gelernt. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Die Golden Week ist vorbei. Wie traurig. Weißt du, Hasen können vor Trauer sterben. Okay, erstens bist du kein Hase. Und zweitens ist das nur ein Gerücht. Was? Niemals? Ich dachte, das wäre wissenschaftlich erwiesen. Aber apropos traurig, ich habe bei meinem letzten Besuch des Naganaki-Schreins eine Grundschülerin gesehen. Sie spielte ganz allein und sah so traurig aus, dass sie mir ganz leid tat. Die erste Glocke hat geläutet. Ich habe heute keine Lust zu unterrichten. Gestern Abend habe ich ein TV-Special über das Abnehmen gesehen. Je mehr man trinkt, desto dünner wird man. Ja, klar. Was ich bitte mit dem osmotischen Druck? Das ist doch falsch, aber die Leute glauben, was sie im Fernsehen sehen. Viele Firmen behaupten Dinge wie unser Produkt enthält Mineralien, aber das ist Unsinn. Die reden da nur Spuren, die reden da von Spurenelementen, die bringen gar nichts. Wusstet ihr, dass die verschiedenen Bezeichnungen für Wasser sich nach dessen Kalzium- und Magnesiumgehalt richten? Du siehst aus, als würdest du die Antwort, Makoto, überraschen mich. Wie nennt man Masse ohne Kalzium und Magnesium? Weiches Wasser. Richtig, du bist besser informiert, als ich dachte. Das meiste Wasser in Japan ist weiches Wasser. Deshalb finden es viele Japaner seltsam, hartes Wasser zu trinken, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Nicht vergessen, wenn man Reis im harten Wasser kocht, ruiniert das den Geschmack. Nun zu den Ionen im Wasser. Das ist richtig geantwortet. Dein Charme hat sich erhöht. Der Unterricht ist heute vorbei. Anscheinend ist es ein kleines Mädchen am Schreien. Möchtest du dorthin gehen? Wenn wir sonst nichts zu tun haben, dann ja, klar. Aber heute ist doch auch Schülerratszimmer, oder nicht? Da ist das Schülerratszimmer. Möchtest du nach der Schule etwas deinem Schülerrat? Ja. Du hast entschieden, nach der Schule etwas deinem Schülerratszimmer zu verbringen. Kekkon High School, Schülerratszimmer. Du arbeitest mit den Mitgliedern der Schülerrats. Die Zeit verfliegt nur so, während du an den Aufgaben arbeitest. Hidetoshi spricht dich an. Ich würde gerne deine Meinung hören, das ist nichts Ernstes, aber manche Schüler würden gerne die Schuluniform abschaffen und scharren Gleichgesinnte um sich. Sehe ich auch so? Wenn ich so unvernünftig mal Kurde konnte. Ach Gott. Uniform erfüllt einen Zweck und muss sich an Regeln halten, um ihr Leben Erfolg zu haben. Wer sich über eine Uniform beschwert, kommt im echten Leben nicht weit. Tut mir leid, ich habe da wohl etwas übertrieben. Ich hasse Leute ohne gesunden Verstand. Manchmal kann ich nicht fassen, was die so von sich geben. Damit meine ich natürlich nicht dich. Ich will nur, dass du meinen Standpunkt verstehst. Dass ich das Vertrauen verdient. Oder beziehungsweise stärker. Ich habe schon die Schülerrat der Stufe 2 erreicht. Es wird schon dunkel draußen. Warum gehst du nicht heim, Makoto-kun? Ich mach das hier fertig. Pass auf dich auf. Du gehst nach Hause. Makoto-kun, erkunden wir heute Nacht den Tartarus.
Langsam werde ich unruhig, denn seit dem besagten Tag ist nichts passiert. Bilde ich es mir ein oder leider leiden immer mehr Leute unter dem Apathie-Syndrom? Mir schwant Böses oder bin ich bloß paranoid? Ja, dann gehen wir halt in den Tower. Mal wieder. Kann ich dir helfen? Reden. Nein, ich will nicht reden. Warte mal. Wir treffen uns um Mitternacht. Sag mir noch Bescheid. Ich würde eigentlich sagen, dass wir bis Level 12 eigentlich mal hier farmen, oder? Wie viel brauchen wir denn noch? 523. Ich mache wieder auf Ebene 2, denn dort können ja wieder unterschiedliche Abschnitte sein. Everyone. Everyone. Spread out and proceed individually. Oh yeah, I... Two enemies detected. Termites! Yuri has defeated an enemy. All right! Persona! Who's the man? Some cash. Cha-ching. Mit einem random Turm. Cash. Naja, gut. So hat sich keine Fragen. Was sollte keine Fragen stellen? Brauch schnell einen Schatten. Ich bin nämlich jetzt gerade alleine. Nein. Geh weg, Yukari. Ach Gott, verdammt. Ist doch nicht dein Ernst. Wo kommst du denn jetzt her? Katana-Kopie halten. Ja. Kann der Typ nicht mal weggehen? Ich muss alleine hier kämpfen. Oh. Genau, jetzt bin ich allein. Das gefällt mir schon viel mehr. Ja, theoretisch kann man auch allein in den Tower gehen, aber dann bekommen ja die anderen auch gar keine EP. Das bringt ja dann auch nichts. Keep up the good work. Ach, guck mal, hatte ich EP. Schon viel besser. Ey, ich habe den Zugang schon gefunden. Wir bleiben hier. Two enemies detected. Orpheus! Yes, excellent attack. Wieso kostet der Schlag jetzt mittlerweile mehr? Weil er stärker geworden ist wahrscheinlich, ne? Das kostet nämlich mittlerweile 12 TP, also 12 Leben. Das ist schon ziemlich krass, das. Ich habe auch noch die Erfahrungspunkte. Hä? Alles. Oh, das ist nicht die Schwachstelle. Wind ist die Schwachstelle. Egal, jetzt können wir noch mit einem töten.
Der kann zum Beispiel keine Dinger mehr lernen, keine Skills. Das heißt, eigentlich ist diese Persona mittlerweile ziemlich unnötig. Everyone, return to the lead. 3000 Yen. Hast du auch was gefunden? Nein. Everyone. Everyone, seek out and destroy all enemies. Oh yeah, Yukari, geh weg. They appear distressed. Yes, excellent attack. Another enemy down. There's only one left. Keep up the good work. Das eine ist cursed. Alle sind also scheiße. Oh ja, klar. Natürlich ziehe ich natürlich die Cursed-Karte. Oh, Hightech-Skandal. Sandalen meine ich nicht Skandalen. Das ist zum Ausweichen, okay, cool, weil. Schuhe und sowas gab es, glaube ich, den anderen Persona-Teil nicht als Ausrüstungsgegenstand. Das ist auch wieder neu. Für mich. Two distressed enemies detected. Da ist einer. One more. Persona! A complete victory. Great job. Noch 366, das läuft also doch eigentlich ziemlich schneller. Ziemlich schnell sogar. Also wenn man alleine kämpft und vor allem wenn man diese Karten bekommt. I'm gonna crush this shadow over here. Ich habe den Zugangspunkt gefunden, dann hier. Everyone return. Also nein, nein, nein. Everyone, seek out and destroy all enemies. You're not getting away from me. Oh, Yukari. You're going down. Geil, sind die zwei beschäftigt? Dich knüpfe ich mir vor. Hallo. One enemy detected. Victory. Neun HP. Es ist schon manchmal echt sehr lächerlich. Boah, ich habe ihn sogar noch erwischt. One enemy detected. Strike first. Was ist denn hier los? What
stunning victory. Ja, übelst, ne? Sehr beeindruckender Angriff. Übrigens haben wir die Karte noch dazu bekommen. Dann bekommt man schon eigentlich ganz gute EP. Also 21 ist tatsächlich echt gut. Nein, jetzt sind die wieder aus dem Kampf. Okay, dann. I'm gonna crush this shadow over here. Ich wollte die Truhe. Egal. Oh mein Gott. Kurz. Mit 8 P. Ja, da jetzt klaut es mir sogar noch mal eine Kiste. Naja, gut, da gibt mir ja sowieso das Zeug. Also. Ja, mach das. Ich kämpf gegen den hier. Was? War kein Überraschungsangriff? Nein. Defeated. Good job. You have the potential to grow even stronger. Wer ist das eine? Die haben wir schon. Oh, ich dachte, es wäre jemand anderes. Unten. Da laufen schon die anderen Arschlöcher hin, warte mal. Everyone, return to the leader. Everyone. Everyone, avoid combat at all costs. So kann ich das ja eigentlich machen, ne? Jetzt könnt ihr von mir aus wieder Schatten besiegen, weil ich jetzt hier. Two enemies detected. Yes, excellent attack. A complete victory. Great job. Kurzbogen. Ja, ist auf jeden Fall nicht so gut wie das Sirenenlied, was wir jetzt gekauft haben. Weil es auch gut so ist. Die hat 6000 Yen gekostet. Everyone, return to the leader. Everyone. Everyone, seek out and destroy all enemies. Enemy spotted. Two enemies. Sona!
Okay. Okay. Enemy. Three enemies detected. They appear to Yes, excellent attack. Another enemy defeated. Good job. The good work. Das war so klar, dass es passiert. Weh, du rennst zu den anderen. Ich schwöre auf alles. Ich bring dich um. Hallo. Enemy spotted. You're going down. Der ist ziemlich groß, what the fuck? Be careful. There are four enemies. Bitte nicht aus dem Kontext halten. Für den Gegner, okay. Another enemy defeated. Good job. Excellent consecutive attacks. You have the potential to grow even stronger. Das ist ziemlich strong. Na gut, aber ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal bei Persona 3 und ciao.